Okay. Scheinbar nicht. Okay. Ah, nein! Oh mein Gott, sind das viele. Warte mal, wo ist meine Katana? Okay. Dann eben so. Mann. Ich dachte, ich hätte meine Katana irgendwo. Ich drücke ja auf alle Knöpfe, weil ich zu doof bin. Korken hinzugefügt. Warum? Ach, weil ich getrunken habe. Ja, habe ich meine Katana nicht irgendwo auf der 6 oder so? Oh, nein. Hehe. Jetzt aber. Aber die haben sich schon drum gekümmert, wie es scheint. Was ist denn hier los? Okay, ich muss euch ganz kurz erklären. Ich weiß, es hört sich an wie eine Ausrede. Ich habe ja, bis ich Pause gemacht habe und sowas, ne, vor ein paar Jahren, da hatte ich ja mein altes Keyboard. Und ich habe meine Tastatur, habe ich mich voll dran gewöhnt. Und es lief auch alles ganz gut, muss ich zugeben. Ich habe ja viele, viele Folgen aufgenommen. Und dann bin ich umgestiegen, habe dann aufgehört, aber ich bin umgestiegen auf eine Gaming-Tastatur. Und da habe ich mich ein bisschen umgewöhnt, aber nicht wirklich, weil sie links so viele Tasten hatte und so. Und dem war aber zu laut. Also habe ich jetzt bin wieder umgestiegen auf eine leise, damit ihr es nicht hört. Und die Aufnahme nicht die ganze Zeit klack, klack, klack oder sowas hört. Aber jetzt komme ich damit nicht zurecht. Ich verdrücke mich die ganze Zeit. Warum sind Tastaturen immer anders? Das ist ja wie mit Kabelanschlüssen oder sowas. Au! What the fuck? Habe ich einfach mal Gift oder sowas abbekommen? Und, das ist schon schlimm. Ich sterbe hier gerade. Gegen Gift. Oder? Gegen Gift. Gift entfernt. Und dann trinken wir... Na, wir haben so viele davon. Ich bin kurz davor, einfach nochmal zu machen. Das war jetzt ja richtig schlimm. So, ein Stimpack. Können wir jetzt weitergehen, bitte? Das war einfach nur super peinlich und dumm. Aber ich lasse es einfach mal drin. Sowas gehört ja auch mal dazu, ne? Oh, okay. Bam. Und mein Katana solltest du dich nicht anlegen, Bitch. So. Rental Worms and Ice Cream. Ist das eine Falle? Gehen erstmal mal nach hinten. Ist hier wirklich jemand? Können wir hier irgendwo rein? Ist ja besser als Boulder City. Klopf, klopf. Wir hatten schon mal sowas mit dem Verleihen und... Oh. Danke, Boon. Gut, dass ihr da hinten gespawnt. Das war's wohl. Oh, nein, war es nicht. Direkt neben mir war eine Riesenratte. Direkt neben mir. Das war's wohl. Wow. Wow. Okay. Nee, ist okay, Leute. Okay, hier gibt's Hammer. Hier gibt's wenigstens Zeug, wenn ich mal irgendwas bauen möchte. Ich könnte ja eigentlich mal was versuchen zu bauen. Oh, Kronkorken. Sternkronkorken. Yay. Ich glaube, ich kann ja das mit Ede machen, oder? Ach, das wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Aber wir können noch mal eine trinken. Zur Feier des... Das wäre es wohl. Du kriegst keine ab. Lass mir mal durch, bitte. Oh, so viele Schlüssel. Ede, kann ich mal... Ede, kann... Einmal ganz kurz... Dankeschön. Nur zur Seite, weil ich... Boat Rentals... Vielleicht können wir uns ein Boot hier einfach mal nehmen. Oh nee, können wir nicht. Schade. Blöde Ratten. Obwohl, eigentlich war das ja eigentlich deren. Die Ratten waren hier zuerst, ne? Okay. Naja, machen wir erstmal das. Sah so aus, als ob jemand schon das hingeschrieben hat, ne? Sah nicht so aus, als ob das irgendwie seit mehreren Jahren weg wäre. Das ist alles toll. Das Gegengift, das wir eben gebraucht haben. Uns hier retten. Gut, war jetzt okay. Mein Gott. Ah doch, nicht die Erste Hilfe. Erste Hilfekasten dürfen wir nicht vergessen. Bin ich jetzt eigentlich total fertig mit der Welt hier? Oh ja. Was ist los? Warum guckst du so? Warum bist du so... Warte mal.
Ach so, weil es geht ihm an Sicht schlecht. Ich verstehe, ich verstehe. Stimpaks sind doch automatisch auf einer Seite. Auf. Nee, wartet. Warte. Haben wir Stimpaks irgendwo? Stimpaks sind auf der 1. Okay. Nein, jetzt bin ich total durcheinander. Ja, okay. Waren auf der 1. Weiter geht's. Ich habe mein Katana in der Hand, vorsichtshalber. Ja, da sind noch Gegner. Aber die könnten überall sein. Dank Ede. Hier sind sehr viele Boote. Können wir nicht einfach ein Boot nehmen und einfach mal ein bisschen raus, ein bisschen Urlaub machen? Scheiß auf den Platin-Chip. Das sieht aber cool aus mal. Das ist so dann immer, wo ich dann auch positiv mal vermerken muss. Nice. Nicht wieder so eine langweilige Mauer, die zu nichts führt oder so, sondern... Okay. Aber eine Sackgasse. Oh mein Gott, ich wollte gerade loben. Warum? Warum, Spiel? Lässt du mich hier unterlaufen? Ah, sondern so ein Boot... What the fuck ist das? Kann ich das kaputt machen? Das ist ein Nest. Ist ja widerlich. Ich habe leider kein Feuer gerade. Aber hier können wir aufs Dach, wie es scheint. Wollen wir aufs Dach? Bringt ja nichts. Wenn... Ich mag das überhaupt nicht, diese Insekten... Eierding. Die Insektennester oder so. Das ist... Ich meine, Insekten an sich sind eigentlich nicht gefährlich für uns an sich. Aber es ist widerlich. Das ist es einfach. Ich kam noch eben hoch. So. Die da hinten wahrscheinlich meint, mein Ede. Hui! Oh nein, da wollte ich rüber. Egal. Dann gehen wir mal die Lurke noch abluchsen. Nee, da sind noch mehr von diesen ekligen Dingern. Wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt Raketen. Ich hasse die Dinger. Und vielleicht kannst du ja ein bisschen dann... haben wir ein bisschen Spaß. Also. Wieso kann ich nicht... Da. Ihr müsst... Ich halte die Stellung. Also ich bin hier der Tank. Ich bin die Wand. Ihr seid die, die nicht treffen. Ihr seid die Star Wars-Leute, die Trooper. Ich kenne mich aus. Und die kommen nicht. Gott, sind die dumm. Schießt weiter, Leute. Schießt weiter. Was? Okay, dann schießt nicht weiter. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann habt ihr keinen Bock mehr. Was los? Was los? Boon, was los? Boah, Ede, aber kaum hat er eine richtig gute Waffe bekommen, schießt er einfach wahllos hin und her. Dein Aiming ist ja so schlecht wie meins. Batsch! Nice! Richtig, die Fetzen hier fliegen. Es wird schon wieder dunkel. Eieiei. Ah, ich will hier ein bisschen ernten. Könnt ihr mir bitte helfen? Also, indem ihr... Das haben wir gleich. Ja. Guck mal, das war ein guter Treffer. Eieiei. Oh, ich bin vergiftet mal wieder. Ja. Das wäre schön, wenn ihr mir das irgendwie anders... Ich meine, ich kann es mir denken, aber dass man das so irgendwie sieht oder so. Körperteil wiederherstellen. Oh, okay. Heilpulver. Die Musik. Was war das denn jetzt? Komisches Geräusch. Darauf erstmal eine schöne Soda. Na, was haben die denn da oben jetzt? Hä? Was passiert hier? Hört ihr das? Bin ich das? Ich wollte gucken, was sie da oben verteidigen. Warum sind die hier rumgeschwirrt? Gibt scheinbar keinen Grund. Oh,
Irgendwo hier sind sehr viele. Ups. Schon wieder. Was passiert denn hier? Ah, ich verdrücke mich. Dauerhaft. Okay. Konzentration jetzt mal. Denn wir wollen ein bisschen Spaß haben mit... Ah, ihr seid aber... Dann eher die beiden. Happy New Year! Woo! Ah, kann ich auch ein bisschen schießen. Ah, immer in die Knie gehen. Darf ich nicht vergessen. Ich vergesse das, wenn man kein Stealth-Bild hat. Ich bin hier oben. Ich bin nicht wirklich versteckt. Genau. Der weiß, was los ist und ist dumm und geht direkt auf mich zu. Und Ede versucht es wenigstens noch zu sagen so. Oh, ja, ja, ich helfe auch, ne? Also. Oh, shit. Oh, hier standen doch eben noch die Claudia und der Hannes. Die waren doch hier gerade am Flirten. Das haben wir gleich. Ja, ich nicht. Mein Gott, bin ich schlecht. Das haben wir gleich. Ja, habt ihr das mal, weil ich hab das nicht gleich. Ich bin sehr schlecht im Schießen. Und warum laufe ich jetzt so langsam? Ah, okay. Look. Oh, ich gehe nochmal hier. Oh, guck mal. Nom, nom, nom. Hier auch? Aua. Oh, da sind mehrere. Angriff! Das war lustig. Schön von oben. Ja, und, oh, aber er ist wieder leer. Wieso seid ihr alle wieder leer? Oh, Lux umbringen ist schön. Denn ihr seid eklig und könnt nach Hause gehen. Wahrscheinlich sind sie auch zu Hause gerade. Schön wieder Katana am Rosten. Eigentlich wollte ich nur zu der noch schnell zu der Alpha. Die ganzen Sachen nehme ich mit und ich weiß nicht warum. So, ist das die Alpha-Station? Es sieht ein bisschen traurig aus, wenn das die Alpha-Station ist. Nee, Fischstolz-Hütte. Ah, wow! Warte. Wartet. Und... Ich wollte eigentlich, okay, gut, wenn Ede das alleine macht, auch gut. Flawless! Futsch! Leider nicht in der Mitte durch. Aber trotzdem war das lustig. Danke für die Hilfe, Ede. Dann können wir ein Lagerfeuer machen, aber immer noch nichts erreichen damit. Okay, hier haben wir die Hütte. Oh, soll das unsere Hütte werden? Fischerstolzhütte. Oh, ist hier jemand? Nein, ich wollte nicht warten. Ja, heute, jetzt wird's ganz schlimm. Kaum ist es abgestürzt, bin auch ich abgestürzt. Luftgewehr. Also ich kann's klauen. Entweder da ist jemand tot. Kronkorken, yeah. Weiß immer noch nicht wohin, aber mein Gott, irgendwann, ne? Da hat jemand eine Krücke hier. Und hat Junkfood. Kein Wunder, dass du gestorben bist. Nee, ernsthaft. Hier liegt keine Leiche. Und hier ist das Radio noch an. Und hier ist eine Harmonika. Der hatte richtig Spaß am Leben. War voll der... gut gelaunte Typ. Puglismus. Ich kann mir nicht merken. Nehmt's mir nicht übel. Yes! Waffenlos um 3 erhöht. Ja, freut mich. Dann muss ich das nicht so hoch. Wollen wir ein bisschen schlafen? Ja, ist doch schön hier die Hütte. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Oder die Typin. Die hier mal war. Aber wahrscheinlich ist sie weggegangen. Hals über Kopf hat sich's einfach mal... Guck mal, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn das jetzt ein Nachttopf ist, man kann doch einfach rausgehen. Da ist doch direkt Wasser vor einem oder so. Und ich meine, naja. Die Lurks haben sie überstimmt. Kaputt gehauen. Den machen wir jetzt richtig schön 7 Stunden schlafen. Die ganze Nacht einfach mal schlafen und dann ausgeruht
gehen wir dann zur Alpha-Station. Ach, ist das nicht schön. Guckt mal, die Sonne geht auf. Und da hinten ist irgendwas. Wieso habe ich das nicht gesehen? What? Da sind Luchse? Aber die sind nicht rot. Vielleicht wäre jetzt gleich rot. Wie konnte ich das nicht sehen? Das sind sehr viele. Okay. Die lebt da auf einer Waterworld Ansiedlung. Kann ich jetzt einfach von Weitem erschießen, oder? Das haben wir gleich. Ja, haben wir nicht. Wie willst du die erschießen jetzt? Ja, Boon, ne? Da weißt du nicht, wie das funktioniert. Dein Hirn sagt da, does not compute. Warte, wir gehen hier, von der Seite. Versuchen das ein bisschen jetzt clever zu machen. Okay. Oh, die Luchs kommen ins Wasser. So können wir es natürlich auch schaffen. Indem sie sich einfach umbringen. Die Luchs, oh mein Gott, wir sehen, wie sie schwimmen. Ist das creepy? Oh, shit. Schnell, 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 schnell. Ah, Ede. Okay, hier war scheinbar irgendetwas. Oh, da drüben ist einer. Wir schaffen das. Ich schaff das. Lenkt ihn ab, genau. Sammlerplattform. Hey, na, wie geht's? Haben Sie schon drüber nachgedacht, mal ins Wasser zu gehen? So, kannst ins Wasser gehen während... das war super cool. Also das war extrem cool. Hast du die umgebracht? Nee. Warte mal, was macht ihr? Redet ihr miteinander? Boon hat sich angefreundet mit den Luchs. Ich aber nicht. Ich aber nicht. Ich aber nicht. Kommt doch, Arschilöchi. Warte, der andere auch noch. Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Oh, nee, das wird nichts. Schade. Ja, wo ist Ede überhaupt? Just saying. So. Gucken wir mal, was wir hier haben. Spielzeugauto, nö. Wieso ist hier ein Spielzeugauto? Dass hier ein Sammler ist, macht Sinn, ne? Die sind wahrscheinlich jeden Tag ins Wasser und haben die Sachen rausgeholt, was ja auch Sinn macht. Aber, oh, ein Spielzeugauto, das hat bestimmt noch Wert. Lag ja nur ganz viele Jahre unter Wasser. Ede! Ede! Ah, er will zurück zur Hütte, verstehe ich. Ede hat auch mal sich gesagt, nö, das ist mir jetzt zu dumm, was du da machst. Also ich fand's ganz gut. Überlebenshandbuch. Ist das noch ein... Dass wir, warte, was, warte mal, es hieß nicht, das hieß, glaube ich, anders, das hieß Ödland? Ödland-Überlebenshandbuch? Oh, shit. Ich hätte alles da, ganz hinten. Überleben plus 3, geil, schon hat sich's gelohnt. Ede, ich hatte recht, Ede. Da kommt er wieder und jetzt will er sich entschuldigen bei mir, weil ich hatte recht. Ja, dann rede mal mit ihnen schön. Weiß nicht, halt sie einfach, frag sie, was sie hier so machen, ja, ob sie gut geschlafen haben. Und Radio. Ob sie Radio, vielleicht haben sie auch einfach nur ein bisschen Radio gehört und getanzt. Voll schön. Achso, wir haben einen Kampf. Hier ist ein schönes Lagerfeuer, das ist voll romantisch hier. Danke, Ede. Jetzt hilft er. Sehr seltsam Spiel. Sorry, aber das ist sehr seltsam jetzt. Wie sie beide da jetzt... Oh, hier ist Blut. I hope it's not Chris's blood. Nee, ich glaube, das ist das Blut von den Sammlern. Die Lurker sind aber auch kacke, ne? Oh, eine Rakete. Wollt ihr mir etwas damit sagen?
Nimm ich doch gerne alles. Dankeschön. Ja, ich mach ja gleich. Aber eine Rakete dafür... Oh, Müll. Entschuldigung. Wisst ihr was? Ich will meine Munition nicht verbrauchen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Akkupistole, obwohl ich darin schlecht bin. Wo ist er denn? Wo sind sie? Kann ich ihn anwählen? Mir entkommst du nicht. Ah! Oh mein Gott! What the fuck? Tschüss! Wo kommst du denn her? What the fuck war das? Mir entkommst du nicht. Ja, viel gemacht hast du aber nicht. Kann ich jetzt das Feuer anmachen? Dadurch weiß ich, ob wir noch im Kampf sind. Wie im Real Life. Wenn ihr kein Feuer anmachen könnt, wisst ihr, jemand will euch umbringen. Wenn ihr ein Feuer anmacht, dann wisst ihr, dass ihr verdammte fucking Pyromanen seid. So, da wollen wir hin. Obwohl, das City war mir egal. Ich möchte das verschieben. So, auf geht's. Wir müssen das ja noch, wir müssen den, das Passwort noch abgeben. Da? Da? Okay. Haben wir hier auch sauber gemacht, scheiß Lurker. Wir schwimmen. Schwimmen. Oh, das sieht nicht gut aus. Schwimmen. Schnell wieder auf die andere Einstellung. Die andere Ansicht ist weniger problematisch. So, speichern wir mal. Weil es war jetzt ein ziemlich spannender Kampf da im Wasser. Das war ein rhetorischer Kampf. Sie haben sich gegenseitig die bösesten Schimpfwörter an den Kopf geworfen. Und irgendwann hat Luke gesagt, okay, es reicht. Ich gehe. Und dann habe ich ihn in den Kopf geschossen. Weißt du, er hat so gesagt, du stinkst wie deine Mutter nach dem Duschen. Und der Luke, oh mein Gott. Meine Mutter ist die schönste Frau in ganz Mad Lakehausen. Du kennst sie doch gar nicht. Wer bist du denn? So eine Patrouille durch die Mocht. Ja, mach halt, lässt doch fast, dass wir alle sterben. Oh, also viele Ranger hier. Mein Gott, wie siehst du? Oh mein Gott, da hat ja aber jemand vergessen, den Filter, den HD-Filter besser zu machen. Oh, hallo. An diesem Posten sollten keine Zivilisten sein. Da so hörst du dich an. Sergeant Race aus Camp Fodder hat mich neun. Ja. Ach ja, haben uns angefunkt und erwähnt, dass jemand vorbeikommen würde. Seltsam, dass sie einen Zivilisten statt eines Soldaten geschickt haben. Ich bin halt besser und fähiger und toller und hübscher und cooler und intelligenter und überhaupt einfach ein Mensch, der mehr Wert hat als alle eure Soldaten zusammen. Aber ich bin auch bescheiden und zurückhaltend und ich halte mich auch alle Sachen raus, weißt du, wenn es eine Sache gibt, die ich nicht mag, ist, wenn irgendwelche fremden Leute sich irgendwo einmischen und denken, sie können einfach alles lösen, so wie sie es wollen. Ich mache sowas ja nicht. Ist hier etwas Besonderes los? Das Übliche. Legion-Kundschafter versuchen ab und zu über den Fluss zu kommen, aber dann treiben sie ihn doch nur mit einem Loch im Kopf runter. Habe ich nicht gesehen jetzt. Haben die auch gut aufgegessen, dann die Fische. Was ist das für ein Ort? Ranger-Station Alpha. Ranger Lineholm hat hier das Kommando. Okay, das ist super interessant. Reden wir über die Ranger. Ich bin nicht wirklich ein Historiker. Jo. Kurz gesagt sind die Ranger die Elite des RNK-Militärs. Die besten Kämpfer im Ödland. Warst du mal so ein... Wie hießen die nochmal? Wow, ich muss aufhören heute, glaube ich. Die wir eben gerettet haben. Du hast die gleichen Bart wie diese Afghanen. Nein, wie heißen die nochmal? Ich habe vergessen die Namen. Egal, tschüss. Vorsicht da draußen. Danke, wenigstens bist du nicht ein Arsch zu mir. Oh, wow. Geheime Information wieder. Die mir nichts bringen kann. Bleistift klauen. Das Jugendmagazin. Das Jungsmagazin, Entschuldigung. Das Jungsmagazin. Oh, das will ich aufschließen. Einfach nur, um die Erfahrung zu bekommen. Kann ich das machen, ohne dass... Wenn ich nichts klaue... Wir probieren mal. Kann ich das aufschließen, ohne... Ich hab's vergessen, weil es so lange her ist. So, ich klaue aber nichts. Ihm ist es egal, scheinbar.
Ja, okay. Lassen wir es. Obwohl, wir haben so viel positive Kammer. Chameleon. Okay. Das sieht aber... Die anderen heulen rum über ihre geile... Die haben so eine... Also, oh, ich kann nicht wieder Erfahrung abholen. Wir werden noch genug Erfahrung bekommen, glaube ich, im Spiel. Die anderen haben so ein richtig geiles Camp und heulen rum. Und die hier haben nichts. Die liegen auf dem Boden. Hey, Leinholm, ich muss mit dir reden. Weiß ich nicht, ob ich muss, aber ich will. Was ist das denn? Das ist kein Schachbrett. Was ist das denn? Pokerchips. Ah, gib mir die Karten. Gib mir die Karten. Wollen wir Poker spielen? Wollen wir Poker spielen? Aber nicht das Karawanspiel. Poker spielen. Sieht aus, als ob wir die Legion aus Nelson vertrieben haben. Oh, needs you strong. Do not eat irradiated food. Ja, dann gib mir not irradiated food. Und hier haben sie die Latrine. Warum habt ihr die nicht umgedreht? Warum wollt ihr immer sehen, wie Leute kacken? Das ist doch seltsam. Ihr seid alle seltsam. Hey du, mach auf. Mach mir ein Sandwich. Brauchen Sie sonst noch etwas? Was? Die Ranger-Station Alpha war früher der vorderste Außenposten der RNK. Ach so, mit dir habe ich schon geredet. Ja, ja, tschüss. Ah, oh. Du bist ja die Jake-Frau, die zu dumm ist, um etwas rumzulaufen. Gut, dass du die Anführerin hier bist. Da fühlen wir uns doch gleich sicher. Ah, die war jetzt direkt hier oben. Wir hätten nur hier hochlaufen müssen. Aber nein, ich lasse mich von Wasser und von einer Bombergeschichte. Gut, habe ich wieder ein paar Folgen mehr. So, wir gehen jetzt zu der Handelsdingensstraße. Das, was wir vor 5000 Folgen vorhatten. Naja, aber dafür wissen wir, wo eine Höhle ist, wenn wir irgendwann, ich weiß nicht, gab es das in Fallout 3? Wenn wir irgendwann unter Wasser atmen können, durch irgendeine andere Operation, kriegen wir Kiemen und dann gehen wir da in die Höhle rein und gucken mal, was es da so gibt. Hier kommen wir nicht hoch. Wieso kann ich da nicht hoch? Oh, das sieht aber doch schön aus. Dann laufen wir jetzt da, wo die Kahne. Kahne war es. Kahne. Jing kann nicht. Denn er hat sich den Fuß gebrochen. Deshalb ist er jetzt für 6 Wochen erstmal ans Bett gebunden. Niemand ist da. Er verdurstet. Zum Glück gibt's die Toilette. Da trinkt er einfach draus. Ziemlich niederwertig für einen Kahn. Oder irgend sowas. Aber weiß ja keiner. Weißt du, wir haben wahrscheinlich alle mal irgendwas was getan, was total unangenehm, peinlich oder was auch immer war. Aber weil es ja keiner weiß, weil wir alleine waren, werden wir nicht darüber reden. Es sei denn, wir posten es bei Instagram und stehen da voll hinter. Geht doch. Habe ich mir jetzt ein bisschen cooler vorgestellt? Ein bisschen öde. So viele reden über 188 und dann ist es eher so 100, ne, 112.